zusammen. Heute wollte ich euch kurz zeigen, was ich für Ostern an Geschenken mache. Bin noch dabei. Dieses Windlicht hier hatte ich schon für eine Freundin gemacht, ich glaube am letzten Wochenende. Da war der Schmetterling hier ein bisschen anders und ein anderes Band, aber vom Prinzip her ähnlich. Und zwar hatte ich ihr das deshalb gemacht, weil ich es ihr letztes Jahr versprochen hatte. Da waren wir auf der Hochzeit von anderen Freunden und dieses Material war dort nach der standesamtlichen Trauung, da wo wir gefeiert haben, auf den Tischen. Sieht so aus wie was, was man aus so einem Bastelladen bestellen kann, mit so einem, also so ein Vlies mit einer Struktur, aber das ist ein spezielles Material, nämlich ein Bauvlies. Damit hatte ich unter anderem auch letztes Jahr für die Hochzeit dann das Gästebuch eingewickelt. Hatte einen Bezug zur Hochzeit. So, und dann, als ich eben die Idee hatte mit dem Gästebuch, dass man da eben Buch mitmachen könnte, hat die andere Freundin gemeint, ah ja, Windlicht wäre auch nicht schlecht oder wäre schön. Und dann habe ich ihr eben versprochen, dass ich eins machen würde und das hat jetzt so lange gedauert. Aber jetzt hatte ich ihr eben eins gemacht und das ist es nicht, das habe ich ihr schon gegeben. Aber ich habe vor, 4 Stück an Ostern zu verschenken und das ist eins davon. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe auch schon ein paar vorbereitet hier, aber ja, dann geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller im Video. Also ich bin jetzt gerade dabei, mir aus diesem Stück, das ist nicht ganz gerade, aus diesem Stück Bauvlies ein Streifen rauszuschneiden. Und zwar, jetzt mal, ob mir das schon reicht. Ein Streifen, der 14,5 x 28 cm groß ist. Das geht jetzt relativ einfach, wenn man so ein Bastelskalpell hat. Hier am Ende sehe ich gerade, ist es nicht ganz gerade geworden. So, und das lässt sich mit so einem Skalpell wirklich leicht schneiden. Was außerdem noch geht, ist eine Schere. Jetzt könnt ihr natürlich so ein Bauvlies nicht wirklich leicht nachbekommen, es sei denn, ihr kennt auch irgendeinen Bauunternehmer. Aber ich gehe davon aus, also es gibt ja so ähnliche Sachen, habe ich zumindest schon mal gesehen, im Bastelladen. Und ihr müsst ja nur irgend so ein Vlies eben besorgen, was einigermaßen schön aussieht. Und wenn das jetzt nicht ganz so dick ist wie meins, ist es auch nicht tragisch, das könnte nur dann ein Problem werden, wenn wir jetzt den Schmetterling da reinmachen wollen, weil da muss es, der ist so filigran, da muss es schon wirklich ein bisschen stabiler sein. Aber man kann natürlich auch immer eine andere Stanzform nehmen. Was nicht leicht geht bei diesem Vlies, weil es relativ dick ist, ist auszustanzen mit einer Handstanze. Das ist wirklich schwierig. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass das gar nicht so einfach ist, das Ganze auszustanzen, wenn ich das jetzt durch die Big Shot schiebe. Dafür lege ich mir das hier ungefähr mittig drauf. Eine Seite kann minimal länger sein, weil die dann über die andere Seite drüber geklebt wird. Hier hinten. Dieser Streifen. So. Ich mache es ein bisschen weiter oben, dass ich unten dann noch ein Bändchen hinmachen kann. Würde ich mal sagen, ungefähr so. Und ich habe ja schon ein bisschen herum experimentiert. So reicht es schon mal nicht. Aber ich habe, wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Ich habe mir einfach ein paar Papiere genommen. Das sind jetzt einfach dreimal Druckerpapier übereinander. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Druck. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder und habe jetzt hier gestanzt. Wobei, wenn ich das jetzt gleich abmache, werdet ihr das sehen. Ich hoffe mal, man kann es ein bisschen sehen. Wenn ich es ein bisschen hin und her mache, dann sieht man es, glaube ich. Also, man kann diesen Schmetterling erahnen. Aber durch ist es nicht. Und das ist auch okay so, denn, also am Anfang wollte ich es eigentlich durchstanzen und dann ist mir aber aufgefallen, ach, das wäre ja ein bisschen albern, wenn ich es komplett durchstanze, weil dann wäre da einfach ein Loch, wo eigentlich der Schmetterling sein müsste. So habe ich aber hier das,
wenn ich das jetzt rundherum klebe, stehen automatisch hier diese Flügel raus, was ich ganz gut finde. Da ist übrigens ein Teelicht drin, ein großes. Und hier unten habe ich es auch so geschnitten, dass es ein bisschen raussteht, dass der so ein bisschen dreidimensional wirkt. Und das Ganze erreicht man, indem man, also ein paar Ecken sind hier auch ausgestanzt, aber gerade die Mitte hier ist es eben nicht. Und was ich jetzt mache und die beste Methode dafür war, bin gleich wieder da. Ich hatte meine Schere, die ich dafür verwendet hatte, im Wohnzimmer liegen gelassen, denn ich habe mir gleich ein paar von denen vorgeschnitten, ausgestanzt oder halt reingeprägt und mit vor den Fernseher genommen. Denn jetzt kommt die kleinteilige Arbeit, die auch gerne mal eine Dreiviertelstunde dauert. Ich will euch damit jetzt auch gar nicht komplett langweilen, sondern ich zeige euch nur kurz vom Prinzip her, wie ich es gemacht habe und zeige euch dann, wie es weitergeht mit einem bereits fertigen. Also überall da, wo jetzt hier schon so weit weg ist, dass man reinschneiden kann. Ich habe bei den oberen Flügeln, wie gesagt, das lässt sich sehr leicht schneiden mit der Schere. Und da habe ich jetzt einfach, ich gehe vielleicht mal noch ein bisschen näher rein, dass ihr das besser sehen könnt. Und habe jetzt hier einfach das so ausgeschnitten. Das Gute ist, dass man ja quasi wie eine, ja keine Bleistiftlinie, sondern halt eine Rille hat, die schon vorgestanzt ist. Die sehe ich und da kann ich einfach da dran lang schneiden, so dass ich trotzdem eben diese schöne Form von dem Schmetterling habe. Das, was wirklich anstrengend und zeitaufwendig ist, sind diese ganzen einzelnen kleinen Teilchen. So habe ich natürlich hier erstmal den Schmetterlingsflügel und das gleiche mache ich dann hier unten. Da gucke ich, ob ich hier auch schon reinkomme. Das geht. Und dann fährt man jetzt hier nach und dann kann man gucken, bis wohin man gehen will. Bei dem unteren Teil bin ich, glaube ich, ungefähr bis hier gegangen. So, ne, das reicht mir. Okay, so bleibt er dann auf jeden Fall drin, weil dieses ganze Stück eben dran bleibt und der Körper an sich auch und hier dieses Stück. Jetzt will ich an diese kleinen Teile innen drin und die sind jetzt so, dass man da nicht gleich reinkommt mit der Schere. Das heißt, was ich gemacht habe, ist einfach bei den Geraden hier, ich habe es ein bisschen festgehalten, bin da zwei, dreimal durchgegangen, bis ich merke, dass da nichts mehr ist, was hängt. Und das reicht auch vollkommen, also wenn man versucht, das jetzt mit diesem Bastelskalpell wirklich auszuschneiden, dann ist man ewig beschäftigt. Aber wenn man sich nur so einen kleinen Ritz macht, dass man nachher auch weiß, man kommt da mit der Schere rein, dann geht das bedeutend schneller. Also ich habe mir da jetzt nur ein kleines Eckchen gemacht. Das kann man auch erstmal mit allen Dingern machen, dass man nachher dann nur noch schneidet. Dann gucke ich jetzt, wo das ist, gehe in eins rein. Und das ist ganz praktisch, wenn der Flügel schon ab ist, weil dann kann ich hier ein bisschen besser reingreifen. Und dann sehe ich hier wieder, wo das quasi reingeprägt, fast gestanzt wurde und kann das hier einfach nachschneiden. Und da ist es eben super, wenn man so eine ganz kleine Schere hat, auch damit das einigermaßen rund wird und nicht ganz so eckig. Aber wie gesagt, schneiden lässt sich das gut. Jetzt habe ich hier eins bei den ganz kleinen. Gucken wir mal bei dem obersten. Das ist eh schon fast draußen. Da muss ich nur die kleinen Fasern, die hier noch ganz festhängen, weil das eben so strapazierfähig ist, noch abschneiden. So, ne? Und ja, es ist ein Haufen Arbeit, aber ich finde, das sieht halt wirklich richtig cool aus, wenn man das nachher macht. Vor allen Dingen, wenn das nachher noch leuchtet. Also wenn da Licht an ist. Und da werde ich euch auf jeden Fall noch, ein Foto auf jeden Fall mit reinmachen. Vielleicht zeige ich euch dann mal nach Ostern noch ein Video davon, wie es aussieht, wenn es dann wirklich hinterleuchtet ist, wenn es dunkel ist. Das sieht ziemlich cool aus. Aber es macht eben auch tagsüber was her. Und nicht nur, wenn es beleuchtet ist. So, und damit ich euch jetzt hiermit nicht länger langweilen muss, und ich möchte es auch nicht, und das Video nicht zu lang wird, habe ich natürlich schon mal was vorbereitet. Also, so vorher, so nachher. Und ich habe da gestern Abend 4 Stück von gemacht. Also, wie gesagt, so ungefähr eine Dreiviertelstunde habe ich, glaube ich, pro diese kleinen Dinger hier rausholen gebraucht. Aber das ging. Wenn ich das dann soweit fertig habe. Ne? Also hier geht es ein bisschen raus. Ansonsten habe ich alle Innenteile rausgeholt. Und dann kommt als nächstes,
gucke ich mal, diese Seite ist minimal länger als die, das heißt, hier mache ich jetzt den Klebestreifen hin. Ich drehe es mir auf die andere Seite, also quasi links rum. Dann nehme ich mir das starke Klebeband, das Sticky Tape, das mit dem roten Rücken. Also das ist ein extrem starkes Klebeband, einfach deshalb, weil das ist ein spezieller Stoff hier, dieses Vlies. Da hält nicht alles dran. Oh, ja, an dem Sticky Tape schon. Man sieht hier gerade von dem vorherigen Schmetterling diese ganzen Innenteile, die sich da festgekrallt haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann noch eine andere Farbe nehmen, weil, damit sich jeder dann die Farbe raussuchen kann, die er gerne hätte und man auch ganz genau weiß, wem welches gehört, mache ich die einfach farblich jedes anders. Und, falls ihr noch wissen wollt, wo ich diese Vase, könnte eine Vase sein, also dieses Glas hier habe, was ich jetzt als Windlicht genommen habe, das ist vom Depot, kostet 2,99 € und dann schnapp ich mir, also ich drücke das hier nochmal ein bisschen rein, dass nachher der Kleber auch wirklich hält. Und was ich definitiv noch testen muss, ich wollte aber jetzt Heißkleber nehmen, weil das Problem ist, dass Heißkleber ja eher immer so ein bisschen dicker ist und dann so eine Wulst macht. Und ich wollte, dass das auch hinten noch schön aussieht. Nur meine ich, als ich der Freundin das gegeben hatte und wir im Restaurant saßen und die das dann dort angezündet haben für uns, die Kerze innen drin, dass sich das Klebeband leicht gelöst hat. Das könnte natürlich deshalb sein, weil einfach Kleber, wenn er warm wird, einfach auch nicht mehr ganz so gut klebt. Und ich hoffe, dass das jetzt nur Zufall war quasi, dass das da jetzt gerade abgegangen ist und nicht bedeutet, dass es irgendwann komplett abgeht. Denn das würde bedeuten, man müsste dann einen anderen Kleber nehmen und wie gesagt, das Einzige, was mir da noch einfällt, wäre dann der Heißklebepistole, die stark genug ist, um das zu halten oder auch wegen diesem speziellen Material halt, wo nicht alles drauf hält. Und das würde einfach, denke ich, hier hinten wirklich richtig dick werden, wenn ich da jetzt noch mit dem Heißkleber lang gehe. So, auf jeden Fall bin ich jetzt soweit eigentlich fast fertig. Also das Schlimmste ist quasi, diese kleinen Teile hier rauszuschneiden. Ansonsten mache ich jetzt nur noch ein Band drumherum. Schaue ich mal gerade. Der Schmetterling ist ein bisschen weiter unten. Das heißt, ich muss das Band ziemlich weit unten ansetzen. Dazu brauche ich nochmal was von dem Sticky Tape, von dem starken Klebeband. Das mache ich mir einmal hier drauf. Jetzt haben wir hier eine Naht, als ob die quasi dazugehört zu der anderen. So, von vorne sieht es dann so aus. Hier können wir noch die unteren Flügelchen ein bisschen rausholen. Also der ist auf jeden Fall sehr viel tiefer als der vorherige. Aber da sieht man mal wieder Unicard. Jedes doch irgendwie anders. So, jetzt fehlt uns aber noch der Schmetterling, der das Ganze ein bisschen hervorhebt. Und die Schmetterlinge, die ich übrigens gerade benutze, sind die Schmetterlinge aus dem Butterfly Thin Lids. Also die Thin Lids Schmetterlinge, das sind die und dann noch dieser eher stilistische, wo halt nur die Silhouette ausgeschnitten wird. So, und da sind eben diese beiden sehr filigran und da gibt es auch noch ein Stempelset, was man auch dann zusammen im Paket kaufen kann. Aber das Stempelset gefällt mir persönlich jetzt nicht so und deswegen habe ich mir nur diese besorgt. Und leider sind die im Moment wegen Lieferrückständen nicht mehr zu haben. Oder was heißt vorübergehend nicht zu haben. Und da Stampin' Up! Noch nicht weiß, wann die wieder kommen, haben die auf die Liste gesetzt, die eben im Moment nicht bestellt werden können. Das heißt, wenn man den Artikel eingibt, kommt eine Fehlermeldung, gibt es nicht mehr. Heißt aber nicht, dass das jetzt für immer so sein muss oder quasi bis zum neuen Katalog, sondern die warten darauf, dass wieder Lieferungen eintreffen. Da gab es ein paar Probleme irgendwo in den USA mit Hafen, Gewerkschaft, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es die bald wieder gibt. Die sind nämlich ziemlich cool, finde ich, einfach deshalb, weil so viele Details drin sind.
Aber jetzt noch zu unserem letzten Schmetterling, dass wir das noch fertig kriegen. Und dieses Mal nehme ich jetzt mal ein Pink. Dann machen wir das wieder einmal durch die Big Shot durch. Und da muss ich jetzt nicht noch extra Papier dazwischen legen. Und da bin ich auch schon wieder. Dann haben wir hier unseren Schmetterling. Wenn man da jetzt reinpiekt, muss man vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier das Skalpell benutze und damit ja das Papier kaputt gehen könnte. Letztendlich muss man mal gucken, ob man wirklich alle von denen rausdrücken muss. Wahrscheinlich nicht. Ich könnte jetzt auch mal gucken, dass ich in die... Also, es gibt hier ein paar kleine Punkte, die sind nicht, um Teile rauszudrücken, sondern um den eigentlichen Schmetterling, den ich nachher haben will, rauszudrücken. Da muss man jetzt vorsichtig sein, wenn man da rein piekt, dann würde im Papier ein Loch bleiben. Und wenn ich den jetzt einmal habe, kann ich den hier rausziehen. Ganz vorsichtig. Die, die noch im Schmetterling drin stecken, kann ich einfach rausdrücken. Da ist halt so ein kleines Werkzeug ein bisschen einfacher, als wenn ich es per Hand machen muss. Und das Gleiche muss ich dann auch nochmal mit dem Thinlid machen, also mit dieser Form, mit der Stanzform. Einfach deshalb, weil da auch noch ein paar drin stecken bleiben. Das geht aber leicht raus. Und ist jetzt vielleicht, klar, dauert ein bisschen Zeit, das rauszudrücken, aber ganz im Ernst, sowas würde ich per Hand nie schneiden können. Vielleicht den Umriss, aber nicht diese ganzen inneren Formen, vor allen Dingen, weil das so dünn ist, dass das ganz leicht reißen würde und so schön rund. Um jetzt hier hinten auf den Körper was zu machen, der ein bisschen schmaler ist, habe ich das einfach so geregelt, dass ich ein Stück von diesem starken Klebeband abmache. Und dann schneide ich mir das Klebeband einfach einmal in der Hälfte durch. Völlig wurscht, muss nicht genau in der Hälfte sein, sieht man eh nicht. Und dann klebe ich mir das hier hinten auf den Körper einmal. Und dann habe ich jetzt hier noch so kleine Stückchen gemacht, weil hier noch ein bisschen mehr Platz ist, um was drauf zu kleben. Und einfach, dass das nachher auch wirklich gut auf dem Windlicht fällt. Das kann weg. So, dann muss ich das nämlich jetzt nur noch abholen und draufkleben. Und schon ist das Windlicht fertig. Es ist was Aufwendigeres, keine Frage. Ich finde es aber persönlich wirklich super. Und obwohl ich gar nicht auch so verspielt stehe, aber das finde ich wirklich super. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch selber eins machen, nur das mache ich dann nach Ostern. Jetzt reicht es mir erstmal, dass ich 4 auf einmal mache. Und werde dann danach auch nochmal für eine Freundin eins machen und so. Also es werden noch ein paar entstehen von denen. Genau. Also nochmal ein bisschen Detail. Hier ist der Schmetterling. Bisschen quasi dreidimensional, weil er hier absteht. Und also ohne... Man kann es natürlich auch ohne so einen Schmetterling noch oben drauf machen. Auch das wirkt schon. Aber ich finde, diese Farbe, die man dann oben drauf nochmal hat, lässt das Ganze irgendwie nochmal mehr hervortreten. Also fällt mehr auf. So. Und natürlich kann man auch einfach nur die Schmetterlinge machen. Man muss ja auch kein Band unten drum machen. Aber ich fand das jetzt so ganz schön. Und man sieht hier auch nochmal, dass ich den einen Schmetterling weiter oben, den anderen weiter unten gemacht habe. Mir gefällt es jetzt mit dem oberen auf jeden Fall ein bisschen besser, weil hier ist jetzt oben so viel Platz. Aber noch ein zweites Band wäre mir, glaube ich, auch zu viel. Vielleicht findet ihr einen ähnlichen Stoff und habt Lust, sowas nachzumachen. Kann natürlich ja eben auch einfach ein anderes Motiv sein als jetzt so ein Schmetterling. Aber denke, das passt ganz gut zu Frühling und auch zu Ostern, wobei bei uns hat es gerade wieder geschneit. Also gucken wir mal, was an Ostern so kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern und wir sehen uns einfach nach Ostern wieder. Tschüss! Durch den Praxistest ist mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen, dass das nicht ganz hält mit dem Sticky Tape und deswegen habe ich dann doch noch im Nachhinein Heißkleber benutzt. Also am besten ihr benutzt gleich Heißkleber, wenn ihr das nachmachen wollt. Tschüss!